Willkommen zurück zu Miss Survival. Beim letzten Mal haben wir so ziemlich alles zusammengesucht, was wir drüben aus der Stadt halt gelootet haben. Und heute können wir unser Auto zu Ende bauen. Eventuell, möglicherweise, ich weiß auch nicht. Nichtsdestotrotz will ich hier ganz kurz gleich nochmal irgendwie was zu essen holen und so. Das ist die falsche Taste. Das ist die richtige Taste. Das hier einfach mal hier liegen lassen und hier was essen. Und dann wurde in den Kommentaren geschrieben, vielleicht kann ich mir ja so eine Trinkflasche herstellen, mit der ich dann dieses Wasser aus dem Eimer da endlich mal kriege. Das wäre ja formidabel. So, das heißt, ich gucke hier einmal kurz durch, was ich vielleicht eventuell craften könnte. Wie zum Beispiel. Nicht irgendwas, was ich wirklich brauchen kann. Okay, kann ich hier irgendwas craften? So auf die Hand. So eine tolle Wasserflasche. Da ist ein Molotow. Da ist ein Pulver. Da ist ein Holzschild. Kann ich nicht. Okay, gut. Es war ein Versuch wert, aber ja, nee, dann halt nicht, ne? So, ich brauche vor allem was zu essen. So, hier mit. So, esse mal was davon. Und dann nehme ich noch irgendwie eine Limo mit. So lecker da drin aus, oder? Boah, da denke ich mal auch so, okay, wer hat hier vorher in diese Dose reingekotzt? So, das nehme ich mit. Habe ich da dabei? Antibiotika? Ja. Die kommen. Erstmal so hier mit rein. Ich werde sie nie wiederfinden. Sagt Tschüss, Antibiotika. Tschüss, Antibiotika. So, und da haben wir jetzt eine Autobatterie. Und mit der Autobatterie werde ich die Weltschaft an mich reißen. Hoffe ich. Oder so. Mal gucken. Und dann hoffe ich, dass der Karren da hinten läuft. Ansonsten weine ich ganz bitterlich und muss mir ein anderes Auto suchen. Das wäre ja ganz nett. So. Ist ja auch schon Zeug drin. Ja, auch noch füllen. So, jetzt ist das Ding auf jeden Fall leer. So, und dann die Autobatterie rein. Zack. So, jetzt haben wir 13 Uhr. Kann ich irgendwie den Motor hier anlassen? Muss ich vielleicht das Ding aus der Hand nehmen zum Fahren? So. Wie steuere ich denn ein Auto? Ich habe keine Ahnung. Da geht das hier einfach nicht. Was? Achso, nee, das ist nur das. Jemand schrieb auch, das ist hier oben. Ach, guck mal. Hier gibt es auch, da kann auch mal was drin sein. Okay. Na gut. Brauche ich vielleicht einen Schlüssel für die Karre oder so? Oder müssen wir vielleicht tatsächlich ein anderes Auto suchen. Das wäre ja unschön. Mein, ja, wir können halt auch ein anderes Auto suchen, ne? In der Stadt gab es so ein paar Autos, die sahen ein bisschen fertiger aus. Ne? Aber eins nach dem anderen. Dann muss ich jetzt hier das Zeug wieder rauskriegen. Und da auch noch durch die Gegend schleppen. Dann ist die Autoreifen dazu. Weißt du, die wiegen ja wieder so viel. Ach komm, als ob Rad abbauen so lange dauern würde, wirklich. Ich sag mal ganz kurz mit der Schraube dabei. Und fertig ist die Kiste. Okay, mehr kann ich nicht tragen. Gut. Dann halt nicht. Wir haben es jetzt 14.09 Uhr. Jetzt kann ich im Eiltempo mir ein Auto suchen drüben in der Stadt. In der Hoffnung, das funktioniert da einfach besser. Und so, zu viel Gewicht. Ich kann nicht klettern.
kannst ja auch nur drüber springen. Dann springen wir mit einem 20-Kilo-Motor. 40, 60. Easy, krieg ich hin. Ja, aber dein Charakter nicht. Ja, der ist ja auch scheiße geskillt von Geburt an. Der kriegt ja nicht mehr irgendwie komische Monster platt. So, muss man einfach mal so sehen. Und wieder habe ich so. Ich höre schon, dass da irgendwie ein Nebel aufzieht. Weil es halt so leicht nebelig ist. Oder einfach die Render Distance ist einfach nicht so hoch. Nichts Genaues weiß man nicht. So, ich wäre jetzt natürlich auch ein perfekter Zeitpunkt, um irgendwie einen Schwung aus meiner Jugend zu erzählen oder sowas. Habe ich aber nicht. Mangelware bei mir. Sowohl Jugend als auch Schwünge. Aber naja, du, da kann man halt auch nochmal darüber sinnieren. Wie schön doch mal so ein Fleckchen Natur ist, wo einfach nichts ist. Außer vielleicht so ein paar eingezäunte Monster da hinten, die halt da auch aus ihren Bereichen nicht rauskommen. Aber sonst, ja. Weiß auch nicht, wie die Olle sich da jetzt im Camp versorgt. Ich weiß es nicht. Solange ich mich nicht um sie kümmern muss, ist alles okay. Ja, hier ist jeder einfach Selbstversorger. So. Halten wir mal Ausschau nach einem vernünftigen Auto vielleicht. Eventuell. Möglicherweise eins, das vielleicht nicht ganz so heruntergekommen aussieht. Zum Beispiel hier der, der hier im Unterstand steht. Der rote Pickup. Was für eine Maßnahme. Ich glaube, da steht er auch relativ sicher, oder? Hoffe ich. Glaube ich. Wissen tue ich es nicht. Na, bereue ich das, dass ich den jetzt ausgewählt habe? Aber der hat auch noch Scheiben dran. Mal gucken, für wie lange. So. Erstmal Motor einbauen. Dauert ja nur 20 Minuten. Easy. Zwischendurch gucken nicht, dass da Nebel ist. Ich sehe das hier aus dem Augenwinkel eher so schlecht. 3 Minuten, um eine Zündkerze einzudrehen. Ja, bitte. Noch so ein Rad. Da kommt das Ding trotzdem nicht vom Fleck. Ich sehe ja schon kommen. Autobatterie. Zack. Anklemmen. Fertig. Food Poisoning. Warum habe ich denn jetzt eine Lebensmittelvergiftung? Im Ernst. Finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. So, wir können jetzt die anderen beiden Reifen holen. Und dann schauen wir mal, wie wir hier weiterverfahren. Das wird schon irgendwie vielleicht. Weißt du, jetzt haben wir eh schon Lebensmittelvergiftung. Kann ich ja auch nochmal Plörre trinken. Muss ich die Dose noch nicht öffnen, weißt so, und so eine Plastikflasche, wie ich jetzt deine Hand halte, weißt du, die will ich einfach haben. Habe ich aber nicht. Ich habe keine Water Bottle. Irgendwie so was. Habe ich einfach nicht. Ist halt. Mein Inventar ist ein kleiner Saftladen. Aber ich habe nicht mal Saft da drin. Kannst dir nicht ausdenken. Ist halt wirklich so. Jetzt haben wir natürlich auch die gute Munition hier verschossen bei dem einen Gegner. Der ist einfach auch nicht umgefallen, ne? Hat schon so einen Moment, da denkst du so, willst du überhaupt diese Viecher bekämpfen? Lohnt sich das? Oder eher nicht? Und magst du Bratwurst? Das sind so die wichtigen Fragen halt, weißt du? Zeit halt irgendwie rumgekriegt hier. Hier noch kein Nebel. Mag ich das?
Okay. Und im Allschritt wieder zurück. Warum? Weil es muss. Wenn das dann nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Dann muss ich dann doch den Rest der Welt hier zu Fuß erkunden oder so. Wow, zum Glück kein Knöchel verstaucht. Ach doch, ich habe einen Knöchel verstaucht. Mist. Hätte irgendwie gerade im Kopf, die Anzeige wäre links dann. Aber hey, ich habe keine Lebensmittelvergiftung mehr. Ist das nicht toll? Mensch. Also, glaube ich. Also, außer jetzt hier. Dingens sagt was anderes. Nein, ich habe tatsächlich nur noch eine Verstauchung. Also, ich kann Lebensmittelvergiftung heilen, indem ich mir einfach mal ein bisschen den Knöchel verstauche. Du, ich brauche kein Medizinstudium mehr. Ich weiß, wie ich jetzt, ne? Krebs heile. Einfach Knöchel verstauchen. Vergleichst du gerade Krebs mit einer Lebensmittelvergiftung? You know what I mean. Wir können anscheinend nur einen Gesundheitsdebuff gleichzeitig haben. Was merkwürdig ist. Untypisch. Wenn du so vergleichst mit anderen Survival Games, wo du dann irgendwie zusehen musst, dass du nur noch drei Debuffs hast mit irgendwelchen Krankheiten und so. Das ist halt schon kritisch. Ich kann jetzt natürlich auch nicht mehr rennen. Also ich fühle mich jetzt so, als würde ich jetzt hier wieder Tonnen durch die Gegend tragen. Aber tue ich ja gar nicht. So, war der Schuppen da vorne? Hier? Hier, ne? Jo. Da beim roten Wagen. Bitte warten. Der Wagen wird erreicht. Bitte warten. Aber der ist jetzt auch höher, oder bilde ich mir das ein? Dadurch, dass jetzt schon zwei Räder drin sind. Könnte das tatsächlich deswegen sein. Gut. Aber bitte verbauen. Zack. Na gut, er muss vielleicht auch, ne, ohne Autoheber das Ding selber anheben und dann mit einer Hand versuchen, den Reifen dran zu kriegen und dran zu schrauben. Gut, da kann man halt schon mal ein bisschen mehr Zeit für verbrauchen. Nichtsdestotrotz denke ich mir also, nee. So. Guck mal, da haben wir jetzt auch Dinger. Okay. Engine Start. Das sieht gut aus. Oh Gott. Ich und Autos. Uäh. Wie lange es her ist, dass ich ein Need for Speed Spiel gespielt habe? Wahrscheinlich geht das hier nicht in die Richtung von Need for Speed. Oh Gott. Mammut, wie fährst du denn mit dem Auto? Ich habe einen fahrbaren Untersatz. Ist das nicht toll? Vorsicht, Laterne. Was ist denn Turret Station hier? Warte. Kann ich das benutzen? Nein, ich glaube nicht. Dann kannst du ja später noch irgendwie ein Turret draufsetzen, ja? Okay. Nein, ich wollte nicht auf Gegenverkehr achten. Ich habe keine Ahnung vom Autofahren. Ich habe keinen Führerschein. So, aber hier wohne ich. Das sieht ja schon mal nicht so verkehrt aus. Okay. Cool. Wir haben einen fahrbaren Untersatz und am nächsten Tag würde ich das dann gerne in Angriff nehmen. Dass wir einfach mal irgendwie irgendwo hinfahren. Vielleicht ins Dorf da hinten erstmal, damit das dann. Und vielleicht eins, das weiter weg ist? Weiß nicht, kann ich hier Lady fragen, ob sie mitkommen will? Eine kleine Spritztour, hey? Hey. I wanna talk to you. Jetzt dann halt nicht.
Ich denke, unsere Nahrung wird nicht lange reichen. Was? Nein. Was ist das für ein Statusinventar? Gar nichts. Cool. Brauchst auch nichts. Je weniger du anhast, desto weniger Klamotten kann dir kaputt gehen. Ganz einfach. Einfach rational sehen. So. Ja, dann trinken wir nochmal Tümpelwasser. Vielleicht heilt das jetzt auch einfach dann meine meinen verstauchten Knöchel. Ja, ich tausche den einen Debuff durch den anderen aus. Und dann mal gucken. Sehe nämlich zu, dass ich bisschen zusehen, dass ich irgendwie noch mal einen Wolf töte. Aber eigentlich ist dafür auch wiederum schon zu spät. Sogar 18 Uhr wird es hier ziemlich düster. So. Gerade da war ein Fisch. Aber nein. Das ist kein Fisch. Man hätte Stein. Das wäre so der Moment, wenn man dann hier angelt und einen Stein angelt. Okay. Also ich habe nicht mein Knöchel geheilt. Aber ich habe auch keine Lebensmittelvergiftung. War eine Win-Win-Situation. Irgendwie. Was kann ich? Ich glaube, dieses Auto hier könnte man dann auch reparieren, oder? Wohl, nee. Nee, das hat hier so ein fettes Loch im Dingens. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Man würde es auch gar nicht rauskriegen, aber war gerade irgendwie so ein Gedanke, weil es so relativ intakt aussieht. War anscheinend schlechter Gedanke. So, und was ich mir dann erhoffe, irgendwie zu finden, ich habe keine Ahnung. Noch irgendwie was, was ich brauchen kann hier, was zu essen. Aber mehr ist nicht. Mehr ist nicht, dann halt nicht. Ja. Dann legen wir uns pennen. Und sobald es der nächste Morgen ist, werde ich die Weltschaft an mich reißen. So, Arme hier pennen auf mein Lieblingsbrett. Das sind 6, 12, 13 Stunden in dem Fall. Dann ist 6:19 Uhr. Dann bin ich bestimmt wieder verhungert oder so. Oh, geht. Geht, kann man machen. So, hier schöne Frühstückstomatensoße. Geil. Tomatensoße am Frühstück. Hat nicht mal so viel gemacht. Wir essen hier so ein Ding nochmal. Einfach damit wir nicht gleich verhungern. So, müssen wir schauen, wohin wir fahren. Denn, komm, kipp die Dose noch mit rein. Was haben wir, das haben wir. So, voll geheilt und so. Also wir befinden uns ja, was war das? Ich glaube, hier. Nee, Quatsch, wir sind hier, genau. Hier war die Stadt, die wir ausgeräumt haben. Hier könnten wir hindüsen. Hier ist diese Farm mit Gas. Hier sind diese Mordsviecher. So, wir könnten entweder hier in die VIP, in die Work in Progress Gebiet gehen. Wobei, da kann es natürlich sein, dass halt dort gar nichts ist, ne? Oder wir gehen hier hin. Ich glaube, das ist auch erstmal so der Plan. Ob das so ein guter Plan ist, wir werden es herausfinden. Viel zu flehen habe ich nicht. Außer vielleicht meinen Kanister, den ich vielleicht hier lassen sollte. Oder auch nicht. Ach komm. Wir müssen ja irgendwie zwischendurch auch noch vielleicht den Tank anzapfen eines anderen Autos. Was liegt denn da? Wieso liegt hier einer?
mal angeschubst, ob der noch lebt. Aber ist vielleicht auch einfach hier bei Tagesanbruch verbrannt. So. Oder hat den jemand umgefahren, den Arm? Bestimmt nicht. So. Nicht an die Leitplanke fahren, das wäre cool. Lass sie gerade einfach rollen. Das verbraucht weniger Sprit, würde ich sagen. Okay, gut. So viel Rollen ist hier nicht. Trotz nicht angezogener Handbremse. Nicht, dass hier wieder Banditen sind oder so was. Ich habe jetzt natürlich nichts irgendwie groß ausgerüstet. Oder dieser Klapper. Gut, das könnte unangenehm werden. Die kann er nicht rein. Liegt aber auch nichts, da sind halt nur Blätter. Das ist ja unschön hier. Das ist ja uncool. Und jetzt machen die sich ja quasi selbst aufgelöst. Ich wollte doch einfach nur hier durch. Jetzt hänge ich hier. Halber Liter ist nicht so viel. Hier ist nichts, da ist nichts. Kleinkram. Nehmen wir. Ob ich das behalten kann, das haben wir dahingestellt, weil Gegner. Kein Durchgang. Ob ich die so mit meinem Speer hier erwische, ich weiß ja nicht. Überhaupt durch will. Ein Fahnenkreuz, ne? Fahnenkreuz ist auch keine Lösung. Okay. So viel dazu. Noch ein Spiel. Oh, komm, Kollege. Ich will doch nichts. Immer noch nichts. Ich bin gar nicht hier. Können die nicht einfach ihre Munition verballern und gut ist? Nichts, um mich zu wehren, ne? Das. Militärkomponentenbox. Ah ja. Die KI gut. Wieso konnte ich das Ding oben nicht einsammeln? Okay. Einer weniger. Okay. Meins. Nix. Die anderen aber auch dann hier nichts machen, ne?
Wo ist denn der? Immer noch der eine, der da die ganze Zeit auf mich schießt? Oh. Paar Flaschen einfach mal mitnehmen. Hier irgendwo irgendwas zu erkennen, weißt du? Irgendwo rum noch, wie zum Beispiel der da vorne. Hier scheint tatsächlich nicht so viele zu sein, oder? Ich bewege mich hier mit meinem scheiß Stock, ne? Leben sieht natürlich nicht so gut aus, aber irgendwo war doch hier so eine Droge. Kann ich die nehmen, um mich damit zu heilen? Nein. Brauche ich wahrscheinlich, um das mit irgendwas zu verwenden. Weil viel Leben habe ich natürlich nicht. Also mindestens zwei. Kann hier kein tolles Standgeschütz oder sowas? Ja. Ja, okay. Es war ein Versuch wert. Aber nein. Starte ich denn? Achso, ja, hier zu Hause. Okay. Aber gar nicht mal so viel verloren. Geht schlimmer. So, lassen wir mal den Kappes erstmal hier. So, nehmen hier nochmal einen Speer mit. Bewaffnet mit meinem Speer. Gehen wir dann munter fröhlich da nochmal hin. Wir haben auch keinen großen Hunger und Durst verloren. Vielleicht erwarten die uns jetzt nicht. Oder die sind einfach despawned wie beim letzten Mal. Oder. Und gut, dass ich damals hier beim Spawn in die andere Richtung gegangen bin, nicht direkt da vorne hin. Ich glaube, dann hätte ich leicht sehr schnell einfach direkt aufgegeben. Dann wäre das Let's Play 3 Folgen lang gewesen und dann gut. Glück muss man haben. Ganz viel Glück. Irgendwie nochmal eine Tankstelle. Und bestimmt noch ein paar Autoteile finden kann und so. Weil unser Auto steht ja auch halbwegs in Sicherheit. Klauen die bestimmt nicht. So gut ist die KI noch nicht entwickelt. Dadurch, dass das Spiel noch in Entwicklung ist und so, ne? Wenn wir jedes Mal irgendwie einen ausschalten, dann können wir vielleicht stetig alle umhauen. Irgendwie, vielleicht. Eventuell. Wenn nicht, dann hole ich halt meine richtigen Waffen. Leider gesagt, das getan. So viel Munition habe ich auch gar nicht. Der Kanada in Kanada. Das ist tatsächlich einfach ein Fehler des Spiels.
Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das finden wir heraus in der nächsten Folge von Mist Survival. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.